Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. In dem heutigen Video geht es wieder um einen Cold Case. Geschehen ist die Tat vermutlich in der Nacht vom 23. auf den 24. Oktober 1994. Das Opfer war Radeporn Müller. Dargestellt wurde der Fall in der Aktenzeichen-Y-Sendung vom 5.05.1995. Im Internet gibt es keine weiteren Informationen zu dem Fall, deswegen ist es auch ein recht kurzes Video. Radeporn Müller ist 27 Jahre alt und Thailänderin. Sie wohnt seit 1992 in Bürstadt bei Mannheim. Sie wird im Allgemeinen Porn genannt. Also zur Erklärung, jeder Thai oder jede Thai hat zu dem offiziellen Namen immer einen Spitznamen. Sie ist mit einem Deutschen, in der Darstellung Uwe genannt, verheiratet, einem 30-jährigen Mechaniker. Die beiden haben eine gemeinsame Tochter, die 7 Monate alt ist. Die junge Familie teilt sich mit den Eltern von Uwe ein Doppelhaus. In der Darstellung wird dann der Familienablauf gezeigt, ohne Datumsangaben. Porn fragt ihren Mann, ob er an diesem Abend zu Hause ist, denn sie möchte sich mit thailändischen Freundinnen treffen. Er sagt ihr, dass er daheim ist und sich einen schönen, gemütlichen Fernsehabend machen möchte. Neben ihrem Familienleben, dem sich die Frau intensiv widmet, hat sie auch intensiven Kontakt zu anderen thailändischen Frauen aus dem Raum Mannheim. Diese treffen sich regelmäßig. Nicht selten wird bei diesen Treffen Karten gespielt und oft auch um Geld. Für Radeporn ist das Spielen in letzter Zeit gerade zur Leidenschaft geworden, insbesondere wenn es um Geld geht. Kleiner Einwurf von mir. In Thailand ist das Spielen um Geld generell Glücksspiel strikt verboten. Das heißt aber nicht, dass zum Beispiel im Privatkreis nicht um Geld gespielt wird. Die Thailänder haben einen sehr extremen Hang zu Glücksspielen. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum es verboten ist, damit diese nicht ihr komplettes Hab und Gut verspielen. Aber auf das Thema gehe ich jetzt mal nicht weiter ein, einfach nur mal kurz zur Erklärung. Und bei Radeporn ging es leider in die falsche Richtung. Denn sie spielte nicht nur mit ihren Freundinnen Karten, sondern diese Leidenschaft hat sich ausgeweitet. Sie ging nämlich auch gerne ins Casino und wurde dabei von ihrem Mann begleitet. Durch regelmäßige Casinobesuche ist Radeporn dem Personal des Casinos auch gut bekannt. Und seit September 1994 traf sie sich auch mit einem der Croupiers gelegentlich außerhalb des Casinos. Für die sehr kontaktfreudige junge Thailänderin nicht außergewöhnlich. Die Folgen der Spielleidenschaft belasten die Finanzen der kleinen Familie dann erheblich. Aber Radeporn hatte eine Idee. Dann geht man in der Darstellung auf den Sonntag, den 23. Oktober 1994 an. Um ihre teuren Spielabende zu finanzieren, ist sie dann eben auf eine besondere Art des Gelderwerbs gekommen. Seit Anfang Oktober 1994 geht sie in einem Privatclub in Heidelberg stundenweise der Prostitution nach. Auch ihre Kolleginnen in dem Privatclub sind meist Frauen, die ihre Haushaltskasse auffüllen wollen. In dem Privatclub ist Radeporn unter dem Namen Lee bekannt und verrichtet ihre Arbeit dort mit unbekümmerter Selbstverständlichkeit. Da es ein Sonntag ist, ist in dem Club am Nachmittag nicht so viel los. Gegen Abend wird der Betrieb dann etwas lebhafter. Gegen 22.30 Uhr verlässt Radeporn den Club. Dies ist früher als sonst üblich. Als eine ihrer Kolleginnen fragt, warum sie denn so früh geht, sagt sie, dass sie verabredet ist. Und die Kollegin möchte dann weiterhin noch wissen, ob sie denn morgen auch wieder zur Arbeit kommt. Radeporn sagt aber dazu, dass sie es noch nicht weiß, da sie keine Ahnung im Moment hat, was ihr Mann morgen vorhat, da sie ansonsten einen Babysitter benötigt.
Ob Radeporn dann tatsächlich noch jemanden getroffen hat, mit dem sie verabredet war, ist unklar. Sicher ist nur, dass sie gut 2 Stunden, nachdem sie den Club verlassen hat, also gegen 0.30 Uhr in der rund 40 Kilometer entfernten Spielbank in Bad Dürkheim auftaucht. Der Kassencomputer registriert ihren Eintritt um genau 0.45 Uhr. Das Casino schließt um 2 Uhr und spätestens um diese Zeit muss Radeporn dann auch gegangen sein. Was danach passierte, kann die Polizei bis heute nur lückenhaft rekonstruieren. Vermutlich fährt sie die rund 40 Kilometer nach Bürstadt direkt nach dem Casinobesuch zurück. Dort stellt sie dann ihr Auto wie üblich am Straßenrand vor ihrem Wohnhaus ab. Allerdings geht sie nicht in ihr Haus. Die Polizei vermutet, dass sie sich dann noch mit jemandem getroffen hat. Irgendwann muss es dann zu einer Auseinandersetzung gekommen sein, bei der sie sich heftig gewehrt hat. Der Täter muss dann in rasender Wut auf sie eingestochen haben. Bei der Obduktion werden dann viele kleine sogenannte Abwehrverletzungen festgestellt und mehrere tödliche Stiche ins Herz. Erst eine Woche später wird ihre Leiche durch 2 zufällig vorbeikommende Reiter in einem Gestrüpp entdeckt. So, das war die filmische Darstellung des Falls. In der Nachbesprechung erklärt der Kommissar, dass der Täter einige persönliche Gegenstände des Opfers mitgenommen hat. Verschwunden ist unter anderem der auffallende rote Wollmantel von Radeporn. Weiterhin fehlt ihre Handtasche mit einem Schlüsselbund mit mehreren Sicherheitsschlüsseln, den Fahrzeugschlüsseln zu ihrem Suzuki und der thailändische Pass, der deutsche Führerschein und ihre Brille. In der Nachbesprechung sucht der Kommissar nach Zeugen, die Radeporn in der Nacht vom 23. auf den 24. Oktober 1994 nach dem Casinobesuch noch gesehen haben oder in den Tagen danach. Also geht die Polizei nicht zwingend davon aus, dass sie in der Nacht getötet wurde. Dann scheint man den Todeszeitpunkt nicht genau hat bestimmen können. So, das sind alle Informationen, die in dem Fall vorliegen. Ich persönlich würde ja von Folgendem ausgehen, wenn wir von dem Tod in der Nacht vom 23. auf den 24. Oktober ausgehen. Das ist jetzt mal meine Spekulation. Sie hat ja den Club gegen 22.30 Uhr verlassen und war noch mit jemandem verabredet. Vielleicht war es eine Art Privatkunde, denn sie brauchte ja Geld. In dem Club ging es jetzt eigentlich vom Besucherstrom richtig los, aber sie verlässt den Club, geht aber nicht nach Hause. Also könnte es durchaus sein, dass sie irgendwo noch einen Privatkunden hat, bei dem sie dann etwas mehr verdienen konnte. Danach hat sie sich dann ins Casino begeben. Es wurde aber nicht gesagt, ob sie in dieser Nacht gewonnen oder verloren hat. Eventuell hat sie noch einen Bekannten im Casino getroffen oder sie hat dort jemanden kennengelernt. Es ist ja nicht genau bekannt, wann sie das Casino verlassen hat. Auf jeden Fall wurde es nicht gesagt. Und ebenso wurde nicht gesagt, ob sie das Casino dann alleine verlassen hat oder in Begleitung. Eventuell kann es natürlich auch sein, dass sie sich mit dem vorherigen Bekannten, mit dem sie sich getroffen hat, dann noch ein zweites Treffen vereinbart hat. Auf jeden Fall sieht es so dann aus, als wenn sie dann mit ihrem Wagen von dem Casino direkt nach Bürstadt gefahren ist und ihr Auto dort abgestellt hat. Wahrscheinlich haben die beiden das dann so vereinbart und er sie dann mit seinem Wagen weiter mitnimmt. Vielleicht ging er davon aus, dass er sich kostenlos mit ihr vergnügen konnte, oder ihre Geldforderungen waren zu hoch, so dass es zu einem Streit, der Auseinandersetzung und dann anschließend der Tat kam. Wie schon gesagt, es gibt sehr wenig Informationen zu dem Fall, aber das ist ein Fall, den ich irgendwie immer im Hinterkopf hatte. Und auch wenn das Video jetzt recht kurz geworden ist, wollte ich euch diesen Fall nicht vorenthalten. Ich denke mal, die Leute, die sehr intensiv Aktenzeichen Y schauen oder auch schon seit Jahrzehnten eben diese Sendung schauen, werden sich an diesen Fall erinnern.
Dann sage ich erstmal danke fürs Zuhören oder fürs Zuschauen, je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss!